Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns zwei Adventskalender an, und zwar von Me Lovely. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist aber noch nicht alles. Nein! Also, ich habe hier zwei Adventskalender. Einmal in Sterling-Silber und einmal in Edelstahl. Bei der Edelstahl-Variante habe ich euch auf Instagram gefragt, welche Variante euch, also welche Schmuckfarbe ihr am schönsten findet. Und tatsächlich hat die Mehrheit für Roségold abgestimmt, weswegen der Edelstahl-Adventskalender in Roségold an einen von euch verlost wird. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Die Schmuckstücke in dem Edelstahl-Adventskalender und in dem Sterling-Silber-Adventskalender, den ich übrigens in Gold hier habe, sind bis auf ein Kläppchen sehr, 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 sehr gleich. Wir bekommen den Sterling-Silber-Adventskalender für 199,90 €. Der hier hat einen Warenwert von ungefähr 1.000 €. Der hier hat einen Warenwert von ungefähr 470 €. Ich habe sie beide zugeschickt bekommen, um sie euch vorzustellen. Also vielen, vielen Dank an die liebe Sina. Mit den Jahren haben sie sich immer mehr gesteigert, sodass sie jetzt mittlerweile einen hammermäßigen Adventskalender herausgebracht haben, der ohne irgendwelche Accessoires ist. Also das ist ausschließlich Schmuck. Man kann sich auch ein Set dazu bestellen. Das besteht aus diesen beiden Schatullen, die man nachher nämlich schön reinlegen kann, und einem Spiegel, sodass du die Umverpackung als Schmuckschatulle weiterverwenden kannst. Und das finde ich richtig cool. Ich glaube, das Set kostet 11,95 €. Und mit Santa Claudi 23 bekommst du übrigens 10% auf den Adventskalender. Und so, jetzt habe ich lang genug geschnackt. Ich möchte reingucken. Lovely for me. Starten wir mit der Nummer 1. Die sind übrigens 18 Karat vergoldet und hier habe ich wunderschöne Ohrstecker oder Ohrhänger drin, die ich sehr, sehr gerne mag. Plopp. Wir haben hier auch diesen Ring, der sich dann auch so ein bisschen drehen kann. Also das finde ich auch sehr hübsch, dass das nicht starr ist. Das bringt dem ganzen Look dann auch noch ein bisschen mehr Freiheit. Wie soll man das denn? Nein, wie nennt man das denn? Leichtigkeit, so heißt das. Weiter geht es mit dem 2. Dezember. Oh, hier finden wir ein Armkettchen drin. Das ist mit so einem Zirkonia-Stein und schaut so aus. Das ist auch wunderschön gearbeitet, muss ich sagen. Ich bin halt leider kein Fan von Armbändern, aber das ist halt so meine persönliche Präferenz. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, hier haben wir eine Kette. Die sieht auch richtig hübsch aus. Sowas kann man auch total klasse layern. Die ist ein bisschen kürzer, ne? Aber trotzdem noch lang genug, finde ich. Und die hat auch so Kettenglieder, die ein bisschen ineinander verdreht sind. Hast du die nämlich erst so etwas enger am Hals und dann eine längere dann da drüber. Richtig schön. Hier haben wir die Nummer 4 und wir sehen, das Ganze lichtet sich ein bisschen, weil ich euch natürlich auch am Ende zeigen möchte, wie man dann diese Schatullen entsprechend da auch reinpacken kann. Und ich drapiere auch alle Schmuckstücke hier drin, sodass wir die dann auch am Ende schön sehen können. Einen Anhänger habe ich hier mit dabei. Den kannst du zum Beispiel auch dran machen an die Kette, die wir gerade ausgepackt haben. Magic is now. Also jetzt findet die Magie statt. Bin ich jetzt nicht so Ultra-Fan von, muss ich gestehen, ne? Aber ist auf jeden Fall passend. Schauen wir uns den 5. Dezember an. Das ist der Tag vor Nikolaus. Und hier haben wir, oh, auch wieder ein Armbändchen drin. Und das passt jetzt auch richtig schön zu den Ohrringen, die wir eben drin hatten. Schaut so aus. Das sind auch zwei ineinander verschlungene Kreise. Und auf der Rückseite sehen wir, dass wir das Ganze dann auch entsprechend Größen verstellen können, was ich auch immer sehr praktisch finde. Weiter geht es mit Nikolaus, dem 6. Dezember. Und da möchte ich mir ganz gerne alternativ dazu auch nebenbei einfach mal den Roségold-Adventskalender anschauen. Oha, also das unterscheidet sich wirklich deutlich von der Filigranität. Also wenn ich, wow, jetzt weiß ich, was Sina meinte. Das ist ja der Wahnsinn. In beiden haben wir eine Kette drin. In beiden ist das eine sowohl grobgliedrige als auch feingliedrige Kette. So kann man es jetzt vielleicht ganz gut sehen, wenn ich das so halte. Ich weiß es nicht. Dass wir bei dem Roségoldenen tatsächlich einen etwas gröberen Schmuck erwarten dürfen als bei dem, also nicht bei dem Roségoldenen, bei dem, jetzt bin ich gerade vollkommen aus der Bahn geworfen, wow. Dass wir bei dem Sterling Silber Adventskalender einen deutlich filigraneren Schmuck bekommen als bei dem Edelstahl Adventskalender. Weil das hier ist ja die Sterling-Silber-Variante, ne, die ja auch 18K vergoldet ist. Und wenn wir die Sterling-Silber-Variante dann in Roségold holen würden, wäre das hier auch drin, aber halt in Roségold. Das lasse ich jetzt auch hier mal dran, weil das kommt ja gleich auch wieder an den für euch zu verlosenden Adventskalender. Und jetzt fliegt hier ein Flugzeug durch die Gegend, das ist ja was.
Okay, ich habe mir jetzt auch mal die Ohrringe rausgesucht. Da sieht man den Unterschied halt auch nochmal ziemlich intensiv von der Nummer 1, die wir eben hatten. Da sehen wir jetzt hier die Sterling-Silber-Variante auf dieser Seite in Gold und hier die Edelstahl-Variante in Roségold, genau. Magst du lieber groben Schmuck oder magst du lieber feinen Schmuck? Schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Ich bin tatsächlich, glaube ich, eher bei filigranem Schmuck. Aber wenn ich zum Beispiel nur Ohrringe trage oder nur eine Kette, wobei eher nur Ohrringe als nur eine Kette, wobei hier würde ich jetzt eher nur eine Kette tragen. Nun ja, da würde ich dann eher groben nehmen, weil das quasi dann ja auch der Big Player von dem Bild ist. Spannend. Weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 7. Und hier haben wir einen Ring drin enthalten, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ich muss nur gestehen, also ihr kennt es ja auch von mir, ich trage eher selten Ringe, wobei der sich sehr, sehr gut anfühlt. Der ist auch größenverstellbar. Witzigerweise sind die meisten Ringe, die irgendwo mit drin sind, immer passend, also perfekt passend für meinen kleinen Finger. Aber man kann ihn auf der anderen Seite auch noch Größen verstellen. Ne? Das finde ich immer sehr, sehr gut. Und wir haben hier eigentlich so einen ganz schlichten Ring, aber als Muster ist da drauf so eine, ja, Welle, würde ich sagen. Ne? Und Punkte. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir auch wieder einen Anhänger drin enthalten. Und zwar ist das eine Sonne mit einem Gesicht drauf. Genau. Auch das ist sehr, sehr hübsch. Nicht ganz so mein Style, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist auf jeden Fall schön, wenn du das zum Beispiel an eine der beiden Ketten, die ja auch schon drin waren, einfach mit dran befestigst, um da so ein bisschen mehr Individualität reinzubringen. Ich bin jetzt mal ganz neugierig, ne? Wie die Anhänger so in dem Roségold-Adventskalender aussehen. Okay, nee, also hier ist tatsächlich die Sonne in einer ziemlich gleichen Größe. Also da muss man jetzt nicht Angst haben, dass man da so eine, keine Ahnung, Wanduhr umgehangen bekommt, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Armkettchen, ist das, glaube ich, freuen. Und das dürfte genau zu der ersten Kette auch sehr gut passen, weil das ist in exakt dem gleichen Stil gearbeitet. Sehr, sehr hübsch gemacht, muss ich sagen. Also mag ich per se total gerne leiden, wenn ich Armkettchen tragen würde. Ich muss jetzt kurz nochmal, ich bin ja neugierig, ne? Diese Kettenart ist übrigens bei dem Roségold Adventskalender auch genauso filigran. Also da muss ich tatsächlich kurz nochmal zurückrudern. Das ist nicht alles etwas gröber, ne? Das ist nur zum Teil so. So, wie wir jetzt in der Nummer 10 weitergehen. Und hier habe ich... Was bist du denn? Ein Earcrawler, quasi ein Ohrenkrauler. Heißt das so? Ich glaube nicht, ne? Das nimmt man wahrscheinlich und steckt sich das von, also hier oben so, auf sein Ohr drauf. Aha, und das hält tatsächlich auch. Das ist spektakulär, sonst halten bei mir nämlich Earcuffs nicht, weil die so kurz und klein und so knüppelig sind. Und ich habe ja nicht kleine Ohren, deswegen werde ich den jetzt einfach auch mal behalten. Der sieht ein bisschen aus wie so eine Büroklammer, ne? Aber ich finde, am Ohr selber sah das gerade ganz schön aus. Muss ich nur gucken, wie genau das muss. Es muss dann wahrscheinlich auch sich irgendwie der Ohrmuschel anpassen. Spektakulär, Leute, was ich hier für neue Dinge lerne. Die Nummer 11. Hier haben wir auch einen weiteren Anhänger drin. Das ist so ein Würfel. Sieht ganz süß aus, wenn man halt so ein bisschen verspielter unterwegs ist. Nee, da sind aber keine Augen drauf, ne? Und da zieht man dann die Kette durch. Ja. Kommen wir zur Halbzeit, die Nummer 12. Oh, die sind schön. Oh, die sind schön. Hier haben wir aber einen übrigens sehr intensiven Unterschied zu dem Roségold-Adventskalender. Ich halte das mal nebeneinander. Wow. Also ich feiere beide Varianten, muss ich sagen. Wobei ich wahrscheinlich hier zu der Roségold-Variante tendieren würde, weil ich gerne solche Statement-Ohrringe trage. Aber nein, der ist für euch. So, dann kann ich nämlich schon mal meine erste Schublade hier reingeben. Und das passt ja perfekt, Leute. Wow. Fahren wir fort mit der Nummer 13. Übrigens, erste Halbzeit gefällt mir sehr, sehr gut. Für meinen Geschmack ist es tatsächlich so, dass wir hier ein bisschen viele Anhänger drin haben. Das ist nicht ganz so mein Vibe, ne? Aber ich finde trotzdem, dass wir sehr schöne Schmuckstücke drin haben. Zwei Ketten, was ich sehr feiere. Wunderschöne Ohrringe. Auch da gerne mehr, aber nicht jeder hat ja auch Ohrlöcher. Muss man ja auch so sehen, ne? Also bislang mag ich den sehr gerne leiden. Wie gesagt, Nummer 13. Oh, der ist schön. Das hatte auch Sina dazu geschrieben. Das ist ein Lapis Lazuli. Also der Stein, ne? Richtig cool. Da bin ich echt versucht, dass ich... Also ich glaube, ich möchte den tragen. Ich finde den irgendwie schön. So ein schöner blauer Stein, ne? Halt Lapis Lazuli. Und auch wieder größenverstellbar. Finde ich mega hübsch.
glaube, ich behalte beide Ringe, weil ich die so hübsch finde. Es ist halt einfach ein wirklich schönes Design, ne? Das muss man wirklich sagen. Mag ich gerne leiden. Du kannst sie sogar layern. Also selbst Ringe kannst du ja layern. Beide, wie gesagt, größenverstellbar. Kannst du die ja theoretisch auch so auf einem Finger tragen. Das hat schon was. Okay, die Nummer 14. Oh, schön. Hier haben wir eine Kette drin und die passt halt zu den Ohrringen, die wir schon haben. Denn die hat, oh, da, du hast hier hinten richtig eine richtig fette Verlängerung auch mit dabei, ne? Also du kannst da auch richtig Gas geben. Und zwar haben wir hier auch wieder diese beiden Ringe, die ineinander verschlungen sind. Und das sieht so schön aus. Ich finde, das sieht so echt nach Verbundenheit aus. Das ist nicht zu klobig oder so, ne? Auch sehr, sehr hübsch. Die Nummer 15. Hier haben wir was dran, drin, was sehr, sehr praktisch ist. Und zwar ist das eine Kettenverlängerung. Ja, und da hast du halt nochmal die Möglichkeit, 1, 2 verschiedene und hinten wahrscheinlich nochmal eine dritte Länge einzustellen. Das ist auch richtig lang. Ich würde sagen, keine Ahnung, 10 cm? 15 cm? Habe ich irgendwo eine Referenz? Das ist ungefähr so lang wie die Tube vom NYX Glitter Glue, wenn das hilft. Die Nummer 16. Sehr, sehr hübsch und perfekt passend zum Ring habe ich hier ein Armkettchen drin und damit hast du halt auch die Möglichkeit, an dem Arm das gleiche zu tragen, wie auch an dem Finger, ne? Auch richtig schön. Das Muster können wir halt besser hier auf dem Ring sehen, den habe ich nämlich hier hinten schon hingepackt, ne? Hatte ich euch ja eben auch schon gezeigt. Und da sehen wir ja diese Wellen drauf, ne? Und diese Pünktchen. Und das hast du bei dem Anhänger von diesem Armkettchen halt auch. So, eine Woche vor Heiligabend habe ich den 17. Dezember hier. Ich glaube, die waren auch auf dem Spoilerbild zu sehen, ne? Da bin ich mal gespannt, wie man die anbringen soll. Die sind übrigens genauso filigran in dieser Variante und auch in der Variante. Das musst du dir durchziehen. Au! Nee, das schafft mein Ohrloch nicht. In der Variante aus Edelstahl. So schauen die aus. Extrem schön. Also wirklich extrem schön. Aber das ist eben mein Problem bei solchen Durchziehdingern, ne? Du hast hier hinten halt das Ding, was dann ja auch runterhängt. Also diesen Stift. Und das ziehst du dir durch dein Ohrloch. Und dann ziehst du ja den kompletten Samonis hinterher. Dafür ist mein Ohrloch, glaube ich, einfach zu klein. Das habe ich schon öfters mal versucht. Ich kriege das nicht hin, diese Kettenglieder durchzuziehen. Das geht leider nicht. Ich finde die so schön. Schade. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Das hier dürfte ein Fußkettchen sein, welches in der Edelstahl-Variante deutlich gröber aussieht. Also hier schauen wir uns das einfach mal im Vergleich zueinander an, dass ihr das dann nochmal seht, ne? Also beide sehr, sehr hübsch und ich kann mir auch vorstellen, so ein Fußkettchen im Sommer zu tragen. Deswegen werde ich das Goldene auch super gerne behalten. Passt übrigens auch zu der Kette, die wir hier mal mit drin hatten. Wobei hier die Kettenglieder, nee, das ist identisch. Oder vielleicht ein Tick kleiner sind auf der gröberen Seite. Holla die Waldfee, wir sind schon beim 19. Dezember angelangt. Oh, den muss ich behalten. Das ist der richtige, also das ist der Lapis Lazuli Anhänger. Passend zum Ring. Das ist natürlich extrem hübsch, ne? Oi, oi, oi. Genau, und der ist halt nicht nur blau, sondern der hat ja dadurch, dass es halt ein Stein ist, auch so individuelle Verfärbung natürlich mit drin, ne? Oh, das ist schon hübsch. Das dann vielleicht an dieser Kette. In dem Edelstahl-Adventskalender ist übrigens nur die Einfassung hiervon. Ein kleines bisschen weniger filigran, ein kleines bisschen gröber. Ich denke, das liegt halt auch einfach am Material, ne? Dass du mit Edelstahl das gar nicht so super filigran hinkriegen könntest. Keine Ahnung. So, die Nummer 20 eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend. Guck mal, das finde ich gut. Also das sind halt auch welche, das würde ich hinkriegen. Kettenglieder kriege ich nicht durchgezogen, die schon. Denn oh, das sind so Stifte auch, ne? Die passen natürlich auch zu unserem Ohrenkrauler, den wir ja schon drin hatten. Und das sind sehr schlichte Stäbe einfach. Und das zieht man sich dann einfach durch sein Ohrloch und dann hängt das hier so ab. Das finde ich richtig schön. Und ich finde auch, dass es dann in Gold sehr gut mit den blonden Haaren halt funktioniert, ne?
Die Nummer 20 in beiden Adventskalendern ist komplett unterschiedlich, denn das in gröber durch dein Ohrloch zu ziehen, wäre wahrscheinlich ein bisschen hart. Deswegen haben die in der Edelstahl-Variante diese wunderschönen Herzchenkreolen drin, die ich auch sehr, 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 sehr schön finde. Die Nummer 21 präsentiert sich dann mit dem nächsten Schmuckstück. Und zwar haben wir hier das passende Armkettchen zu der Kette, die wir auch schon hatten, mit den, ich nenne es jetzt einfach mal, Duo-Gliederformen. Einmal ist es ja etwas grobgliedriger und einmal etwas feingliedriger. Und etwas gröber ist das Ganze dann in dem Edelstahl-Adventskalender drin. Die Nummer 22, die zweite Schnapszahl. Hier haben wir noch einen wunderschönen Ring drin. Den trägt man aber mit der Öffnung nach außen. Und der ist nach außen so gebürstet, dass der halt etwas matter erscheint, was auch sehr, 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 sehr hübsch aussieht, ne? Und in der Edelstahl-Variante sieht er ziemlich ähnlich aus, nur dass er nicht gebürstet ist und ein Müh gröber, würde ich sagen. Aber jetzt nicht so exorbitant heftig gröber. Da ich ja eher zu groben Ringen tendiere, wäre das wahrscheinlich auch eher mein Vibe. Okay, so, die Nummer 23. Ein Tag vor Heiligabend. Haben wir noch richtig schöne Ohrstecker hier drin. Och, die sind ja hübsch. So schauen die aus, sind auch hier mit dem Zirkonia-Stein und die blinken und glitzern und funkeln und passen auch wirklich zu dem Armband, was wir ja auch schon drin hatten, ne? Also man steht auch wirklich mit relativ vielen unterschiedlichen Schmucksets am Ende da, ne? Das ist echt cool, wobei du die Schmuckstücke an und für sich auch untereinander super kombinieren kannst. Die Edelstahl-Variante ist ganz interessant, die ist auch ein bisschen anders. Hier haben wir einen kleineren Stein, aber eine gröbere Einfassung. Das schaut so aus. Trommelwirbel für Heiligabend. Ich habe gerade schon mal gespickt. Wir haben sowohl in der Sterling-Silber-Variante als auch in der Edelstahl-Variante eine sehr, sehr ähnliche Art von Filigranität. Genau. Und hier haben wir dann zu den Ohrringen, die wir ja auch in der 23 drin hatten und auch zu dem Armbändchen, was wir drin hatten, die passende Kette. Und die schaut auch wirklich länger. Nicht länger als die anderen. Die ist halt auch so halblang, ne? Ist kein Joker. Ist aber auch keine, ich hänge die irgendwie im Ausschnittkette, ne? Dann kann ich auch hier meinen Einsatz mit den Sachen, die ich behalte, in die Schublade reinpacken. Und jetzt schauen wir mal, wie das mit dem Spiegel auch gemeinsam aussieht. Und so hat man am Ende echt eine schöne Schmuckschatulle. Da kannst du dich nicht beschweren. Das war jetzt einmal der Me Lovely Adventskalender. Ist es der beste Schmuck-Adventskalender dieses Jahr? Ich weiß es noch nicht, denn ich habe noch gar nicht alle aufgemacht. Extrem schöne Schmuckstücke werden ihr neues Zuhause bei mir finden dürfen. Und vor allem diese Schmuckschatulle, die ich richtig cool finde. Ich finde, das macht den Adventskalender halt auch zu was sehr, sehr Besonderem. Die Roségold-Variante in Edelstahl verlose ich in diesem Video. Zusätzlich dazu gibt es aber natürlich auch noch dieses Set mit dabei, ne? Also, dass ihr dann auch, wenn ihr den Adventskalender geöffnet habt, euch den Spiegel dran machen könnt und auch die beiden Einsätze, ne, sodass ihr dann auch eine Schmuckschatulle habt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sina, und auch an deinen lieben, wundervollen Mann, dass ihr mir den Adventskalender zugeschickt habt, dass ihr tatsächlich auch auf das Feedback der Community hört. Und das finde ich auch super, super wichtig. Deswegen, falls ihr Feedback habt, positiv, negativ, auf jeden Fall konstruktiv, unten in die Kommentare. Denn ich weiß, die liebe Sina liest sich das auch tatsächlich durch und sie setzt es ja sehr offensichtlich auch um. Das Einzige, was ich persönlich an dem Adventskalender auszusetzen habe, ist, ich bin kein Fan von Armkettchen und ich bin eigentlich auch nicht so der Fan davon, einzelne Anhänger mit drin zu haben. Aber das ist halt eine ganz persönliche Präferenz. Ich setze euch auf jeden Fall unten in die Infobox einen Link zum Adventskalender rein. Denkt dran, mit Santa Claudi 23 kannst du 10% auf beide Varianten der Adventskalender sparen, beziehungsweise auf alle Varianten, weil es gibt ja alle Varianten in Farbe Silber, Farbe Gold, Farbe Roségold. Und die Varianten Roségold und Gold sind bei beiden Varianten, also bei Edelstahl und bei Sterling Silber, 18 Karat vergoldet, was das Ganze halt wirklich langlebig macht. Ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.